Ich sage lieber 39% und richtig verkackt als 99% und nur 2 Sterne. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, ich nehme heute mal an der Handy-App auf, also an einer Handy-App, und will das einfach mal testen. Und ihr habt es ja gesehen im Screenshot. Also, es gibt ja wirklich mega Events, es gibt mega News und vor allen Dingen gibt es richtig coole Balance-Updates. Ihr habt das vielleicht gestern schon gesehen, ich blende euch das mal ein. Denn die News von gestern, das waren ja die Balance-Updates und einige haben dazu letztendlich nur gesagt: Ja, Leute, NGAD, Russia, welcome. Vor allen Dingen zu der Sache hier mit den Defenses, Town Hall Upgrading. Du musst jetzt also alle Sachen bauen, wenn du ein Town Hall nach oben gehst. Finde ich natürlich sehr, sehr gut. Das schützt vor allen Dingen vor denen, die jetzt noch meinen, sie müssen so einen NG-Account spielen. Richtig gute Geschichte ist aber auch darüber mit dem Spells hier, mit dem Klon-Spell, der nur noch 3 Platz demnächst kostet und demnächst vermutlich hat jeder RH8 demnächst ein Free-Spell mit dabei. Finde ich auch nicht so schlecht. Es gibt natürlich noch einiges an Veränderungen. Ihr müsst den Client auf Englisch stellen, um die ganzen Veränderungen hier vor allen Dingen zumindest auf Englisch zu sehen. Ich weiß nicht, wo man sich die deutschen News holt, vermutlich auf Twitter, Facebook oder im offiziellen Forum. Und also der Inferno-Turm wird wieder ein bisschen stärker, der Bombenturm wird ein bisschen stärker, Eagle-Artillerie macht keinen Dreifachschaden mehr auf Golems. Das ist natürlich super, da werden wir die Golems vor allen Dingen im RA11 und 12 Bereich öfter wieder sehen. Heiler halt jetzt nicht mehr ganz so stark, aber ich meine, na, das ist so minimal, finde ich zumindest, die Veränderung. Der Giant kriegt ein bisschen mehr Healpoints, also alles so ein bisschen, wenn man hier so ein bisschen durchscrollt, alles so ein bisschen angepasst auf Rathaus 12, so will ich das mal sagen. Die Hexe wird vor allen Dingen sehr, sehr stark, denn die bekommt ein bisschen mehr DPS, aber ein Skelett weniger. Das heißt, eigentlich wieder ein bisschen weniger DPS. Ja, mal sehen, das hält sich so ein bisschen die Waage. Die Bilderbase bekommt 20 Mauern mehr, ja. Und ihr seht das, ich habe auch in der Bilderbase ein bisschen weitergemacht heute, denn ich habe heute mal tatsächlich die Gunst der Stunden oder die Gunst der Millionen Gold genutzt und habe meinem Builder Hall 8 seit heute Morgen hier angetriggert mit so ein paar kleineren Sachen, die ich erstmal mache. Und jetzt muss ich mal sehen, der hier ist schon auf 3 und das Ding hier ist auch auf 3. Ich level hier die Kurzzeitsachen, denn die laufen nur eine Stunde hier. Das ist wirklich wenig. Eigentlich läuft das Ding ja 2 Stunden. Und von daher mache ich jetzt mit den kleinen Sachen. Ich hau dann irgendwann mal mit einer vollen Rune hier oben den Topf wieder voll und dann mache ich sicherlich auch den Megatesla. So heißt er ja hier. Was wir aber hier machen wollen, ich will jetzt mal einen Angriff suchen für meinen Hexenangriff noch und danach mache ich auf jeden Fall noch einen Live-CK-Angriff, denn der CK geht nicht mehr lang und ich muss meine Helden dann auch schon boosten. Also suchen wir erstmal einen Gegner. Ja, das ist auch cool, jetzt wo ich hier live im Gehen gerade aufnehme, denn ich muss so ein bisschen den Standort wechseln. Haben wir hier einen Live-Angriff? Wartet mal, ich gehe mal rein. Ja, jetzt habe ich den Button noch mal getroffen. So, gucken wir mal. Ah, auf die Base habe ich leider eben nur einen Stern geholt. Ich hoffe, der Frieger macht das jetzt ein bisschen besser. Mal schauen. Ah, so richtig gut kommt er hier aber auch nicht rein. Keine schlechte Sache. Im Gehen so ein bisschen clashen, ein bisschen kommentieren. Ist ja auch mal ganz cool. Aber ich glaube, auch er hat ein bisschen Probleme, das Rathaus hier zu kriegen. Und holt auch nur einen Stern. Okay, da müssen wir uns jetzt gleich mal was einfallen lassen. Wie wir den Gegner hier noch schnappen. Mal schauen. Ist halt so. Ich mache mein Handy gleich aber mal fest. Ich habe hier einen festen Standpunkt gleich. Und aber ihr seht, es geht eigentlich ganz gut. Schade, Free. Ist aber nicht so schlimm. Und ich muss jetzt immer noch meine Truppen mal verfeuern. So, ihr seht das so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen am Rumdackeln. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Moment so, jetzt mein Handy mal ein bisschen festmachen kann und dann suche ich mir meinen Gegner. So, ich habe endlich einen Gegner gefunden, an dem ich meine Truppen verfeuern kann. So eine ganz ähnliche Base habe ich ja eben im CK gemacht, aber ich werde sie jetzt hier
mal im Farmamt machen und mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Eben im Farmangriff muss ich sagen, ist mir das echt nicht so gut gelungen. Vor allen Dingen der Funnel ist mir nicht gut gelungen. Oh. Okay, so. Dann schauen wir mal, ob mir der Funnel jetzt so ein bisschen besser gelingt. Ich haue mal so ein bisschen meine Truppen raus. Und dann gucken wir mal, ob die so ein bisschen besser jetzt hier Richtung Mitte gehen. So, ein Sprung. Oh, ich habe gleich. Oh, eieiei, ich glaube, das waren beide Sprünge auf einmal. So, da müssen meine Riesen jetzt noch so ein bisschen was machen. Und ich habe auch noch einen Babydrachen hier. Den nutze ich einfach mal mit. Ah, so ein bisschen besser ist das in jedem Fall. So, die Queen nimmt sich jetzt schon mal dem Rathaus an. Hier heilen wir nochmal durch. Und wir schaffen in jedem Fall, packen wir das Rathaus? Jawohl, das Rathaus haben wir gepackt. Okay. 49% ist natürlich mau. Aber wir kriegen noch 1%, oder? Die 2 Sterne holen wir in jedem Fall. Oh nein, wir holen die 2 Sterne nicht. Ich sollte 2 Sterne in Titan machen. Das ist natürlich scheiße. Sag mal. Das ist eine Folge, die kommt morgen raus, das sage ich dir. Und ich habe nur 1 Stern gemacht. Mist, jetzt muss ich eben noch einen 2. Stern machen. Denn ich muss 2 Sterne in der Titan League machen. Das ist mir jetzt nicht gelungen. Oder doch? 2 Sterne im Multiplayer Battles. Ach so, ich muss jemanden in der Titan League machen. Der war gar nicht in der Titan League, glaube ich, oder? Ich gucke mal gerade in sein Profil rein. Aha, okay. Okay, dann muss ich nochmal ein AG machen, aber ich muss jetzt in jedem Fall meine Helden eben mal boosten, damit meine Armee gleich steht. Und ich baue aber exakt das gleiche, glaube ich, nochmal nach. So, ja, passt. Ich glaube, so passt es und dann machen wir auch gleich auch hier draußen unseren Live-Angriff. So, ich bin ready und mache jetzt einfach die Aufnahme, denn der Clankrieg läuft mir ein bisschen raus. Meine Helden sind jetzt fertig und wir machen jetzt diesen Gegner hier. Ich weiß nicht, wie es wird und ob es was wird. Keine Ahnung, aber wir starten hier jetzt einfach rein und ich sage einfach mal Attack. An der Stelle kann ich gar nicht Attack sagen. Okay, ich kann hier gerade nicht durchklicken. Doof. Da muss ich die Kamera doch noch mal ein bisschen verschieben. Okay, dann kann ich jetzt Attack sagen. Scheiße. Aber Life is Life. Ihr kennt das von meinen Livestreams. Und ja, ich gehe jetzt auf Attack. Jetzt attacke ich natürlich hier unten. Wartet mal, ich nehme euch die Kamera mal da, weil ich gehe hier, ich fange hier mit meinem Queen Walk an. So, ich will die Bauhütte hier und da nicht vergessen. Dann schauen wir mal. Die Queen, hoffentlich geht die Queen nach da, ja. Das habe ich so ein bisschen wenigstens erwartet. Nein, jetzt gehen die jetzt alle nach da. Naja, gut. Das kriegen wir noch irgendwie kompensiert. Passt auf. Das kriegen wir in jedem Fall noch hin, glaube ich. Oh nein. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Naja, okay. Habe ich jetzt ein großes Problem? Ja. Ich kriege den alten Babydrachen nicht weg.
Okay, ich sollte vielleicht keine Angriffe mehr draußen machen und so eine Scheiße hier mal so richtig unterlassen. Ist halt so. Ich habe nicht mehr geholt als mein Vorgänger. Ich habe euch das rausgeschnitten, denn ich will nicht sagen, dass es mir zu peinlich war, aber ich habe alles vergeigt, was man vergeigen kann. Ich hoffe, der Clan zieht mir das nach. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge so ein bisschen von hier draußen gefallen hat, mit so ein bisschen Klamauk im Hintergrund. Und so kann man es auch machen. Die Kamera hat jetzt mal so ein bisschen gewechselt, aber mit einer Hand spielen, also richtig ist es doch nicht. Und ich hoffe, ihr habt richtig Bock, weiterhin Clash of Clans zu spielen, denn mit den Events, mit den ganzen Änderungen, die jetzt kommen, mit Rathaus 12 und so weiter, wird das sicherlich eine wirklich, wirklich coole Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Folgen mit mir. Bis dahin. Ja, es war ja nicht so, aber egal. Euer Toto Clasht.